Willkommen, liebe Freunde, zu Assassin's Creed 3 in der Haut von Desmond. Wir werden uns jetzt, als den guten jungen Mann, dem Protagonisten überhaupt, durchschlagen zum ersten Mal, wirklich in einer Mission. Und bin mal gespannt, wie er das packt, denn bis jetzt sehe ich, er hat keine Hidden Blade, also die versteckte Klinge. Ich frage mich, was passiert, wenn Probleme auftauchen. Aber spielt keine Rolle. Wir werden jetzt erstmal als Desmond uns rumschlagen. Und ich glaube noch in Erinnerung zu haben, dass wir ein Artefakt wohl bergen. Hier in Manhattan. Ich glaube, wir sind auch in Manhattan. Ja. Ja. Kleine Parcours springen. Bis jetzt sieht das relativ einfach aus und übersichtlich. Ne? Also keine versteckten Gimmicks oder sowas. Ich finde es aber stark, dass man so ein bisschen Desmond spielt. Nicht, dass wir hier noch abstürzen. Sieht aus wie so ein Gebäude. Ich weiß nicht, wird da hier noch was gebastelt? Sieht so alles roh aus, so wie in einem Rohbau. Ja, definitiv. Also auf jeden Fall sind wir in einer Baustelle. Naja, ich bin selber Handwerker. Und da habe ich so einige Rohbauten gesehen. Also das sieht sehr, sehr, sehr stark danach aus. Oder ist ein Abteil, den man einfach nicht bauen wollte. Na gut, klettern wir mal weiter, ja? Oha. Ja, geradeaus. Also ich finde so diese Parcours, die Desmond zum Beispiel hat, wenn man so ein bisschen ihn spielt, sind relativ einfach, was heißt relativ super einfach gebaut. Man hat sehr schnell den Durchblick. Das ist auch klar. Zack, zack. So, jetzt muss ich aber doch schon schauen. Oh. Ah, das ist nicht bewegt. Was für eine tolle Aussicht. Ehrlich schon. Leck mich. Ja. Also. Schön ist was anderes. Und so hoch hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ich muss denn jetzt hin? Ja, doch geradeaus. Upp. Oh, ich dachte schon, das wird schief gehen. Ich glaube so dann. Ja. Wenn er schon nicht springt, dann muss das so. Zack, zack. Und hoch. Das sieht gut aus. So, und jetzt springen. Ja. Ja, passt doch super. Also ich muss ehrlich sagen, mir wäre schon sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Oh. Okay. Wackelig, das liebe ich. Boah, Alter. Also ich muss schon sagen, Desmond, du bist schon mutig. Für mich wäre das definitiv nix. Hoffentlich schafft das. Okay. Gäbelchen. Dann denke ich mal, ja. Einfach nur die Strippe folgen. Ist ja wirklich ganz einfach eigentlich gemacht. Aber trotzdem, für mich, oh ne. Oh Gott. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv rein. Klappe schon. coole Unterhaltung, aber Desmond, du bist hier außenrum geklettert und jetzt schreist du hier, oh Gott. Ich meine, ich bitte dich. Kann man hier drunter? Jo, ist doch cool. So, dann gehe ich mal einfach hier lang. Häng auch wieder diese Strippen. So, dann hier hoch. Aber hier. Oh, Alter. Was war das denn jetzt? Rutschen wir aber einmal echt das Herz runter. Ich glaube, wir müssen mal höher. Schön an Paletten hoch. Bin ich jetzt richtig? Mein ja. Okay, hopp, hopp. Ich war davon aus, dass wir so nicht hochkommen, oder? Ah, doch? Cool. Ich dachte schon, wäre zu steil. Ja, einmal hier rum. Ich glaube, er geht einmal ganz genau wie der gute Connor. Ich sag mal. Hopp. Eieieiei. Ich muss schon sagen, die Aussicht ist geil, aber ist mir definitiv zu hoch. Boah, die Kamera kann ich ja nicht richtig drehen. Ja, ist egal.
Oh. Gleich hast du's, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Ach, klingt das echt alles gut. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Ein verdammt schlechter Witz. Ja, super, jetzt springen wir also hier runter. Also ist das, was wir im Rucksack haben, ein Fallschirm. Okay. Für diesen Job wird man eindeutig unterbezahlt. Geschweige denn, wenn der erstmal überhaupt bezahlt wird. Hopp. So. Ah, nee. Ja gut, klettern wir hoch. Also einmal. Ja, typisch. In Amerika. Manhattan, überall Autohupen. Kennt man aber hier auch in Großstädten. Oh. Spring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Na, super. Gut. Genießen wir noch einmal die coole Aussicht. Coolen Hochhäuser. Sehr stark beleuchtet, definitiv. Also, muss schon sagen, ich war noch nie in Amerika, New York, Manhattan. Solche Städte hätte ich mir gerne angesehen. Also ich frage mich wirklich, ob das so wirklich leuchtet. Aber egal, jetzt wagen wir mal den Sprung, Leute. Auf gut Glück! Auf gut Glück! So. Ja. Das war's? Oh, okay. Gut, wir steuern. Gut, gut, gut. Direkt am Heliport landen. So liebe ich das. Das war nicht übel. So, du bist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Das war ja nix. was das denn für ein Typ? Einfach locker umgehauen, ey, wie geil. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Also, ist schon heavy. Aber künftige Ausflüge, das klingt ja schon mal gut. Das heißt, wir könnten theoretisch irgendwann wieder den Desmond spielen und weitere Artefakte holen. Ja, freut mich. Erstmal sprechen wir mal mit der Lucy. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert, aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet von Juno. Oder einer Form von ihr.
Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten nachgearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieß ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Die waren mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. Ich muss mich jetzt korrigieren. Lucy heißt sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, Lucy war die junge blonde Dame. Jetzt habe ich aber ihren Namen vergessen. Ah, ist ja auch wurscht. Gucken, was sie noch zu sagen hat. War es komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist. Er war sehr lange Zeit sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean sagte, er war ein Doppelagent, wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross, wenn du die Akte liest, Abstergo hat... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück, wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, die auf uns achten. Er war ganz allein. Und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden, versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot, er hat sie getötet. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Rebecca. Ja, gut, Rebecca heißt sie, Lucy, er stimmt schon, die war eine Doppelagentin. Interagieren? Aha. Erhalten Nachrichten? Achso. Ist ja nicht schlecht, wir haben hier sogar Nachrichten. Ja, guckt euch das mal an. Ich scroll so ein bisschen. Ach, verdammte Hacke. Ich scroll so ein bisschen, dass ihr es in Ruhe nachlesen könnt. Einfach auf Stopp drücken. Ich meine, das werde ich ja auch im Nachhinein tun. So. Da. Der gute Sean. Jetzt technisch gesehen vermutlich ein Alien-Spiel ist es nicht sonderlich aufregend. Okay. Ja, Sean wieder, der hat mal wieder irgendwelche Probleme, wie er es oft so macht. Dass ich die ganzen Mails nicht gelesen habe, ist ja schon traurig. Aber ist egal, dafür kann ich es immer noch im Nachhinein. Wie gesagt, ich scroll so ein bisschen schneller runter. Das sind ja ganz schöne Hieroglyphen. Okay. Ich muss schon sagen, ein bisschen viel. So. Ach, eine Mission kann man auch noch wiederholen. Ja gut. Gucken, was der Vater zu sagen hat. Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu, es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden. Okay. Gut. Sollten eigentlich noch andere Tore, Türen und sonstiges geben, meinte der gute Desmond, wo man nicht durchkam.
Aber ich denke mal, ich mache mal heute die Folge mal ein bisschen kurz. Und werde hier einen kleinen Cut setzen, Leute. Und wir sehen uns natürlich dann in der nächsten Folge zu Assassin's Creed 3. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Und dann schauen wir, was noch in dieser kleinen Katakomben gibt. Und dann gehen wir zurück zu Connor. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao.